liebe Kolleginnen und Kollegen, am 27. August wird ein Pressevertreter nicht mehr bei uns sein, der, solange ich Bezirkspolitik in Treptow-Köpenick verfolge, praktisch immer da war. Ein ganz besonderer Journalist, ein ungewöhnlicher Journalist, weil er auch stets und auch dann, wenn er wusste, dass er damit unbequem sein würde, seine Meinungen und auch seine persönlichen Positionen vertrat und damit sicherlich auch nicht immer jedem gefiel, der auch nicht jedem gefallen wollte, der aber in den ganzen Jahren, die ich persönlich und Sie wahrscheinlich auch Bezirkspolitik in Treptow-Köpenick verfolgen, eine ganz entscheidende journalistische Stimme dafür war, vieles dessen, was in Treptow-Köpenick passiert, überhaupt einer Öffentlichkeit bekannt zu machen, in einer Öffentlichkeit zu verbreiten und der auch ein großes Herz für alle lokalen, lokalhistorischen, kulturhistorischen Themen hatte, die ohne ihn kaum in die Öffentlichkeit gekommen wären. Ich habe gerade eben gehört, und es macht mich auch mittelschwer traurig, dass heute Kollege Drescher von der Berliner Woche zum letzten Mal bei uns ist, weil auch die Berliner Woche, ich darf es sagen, Herr Drescher, weil die Berliner Woche schlicht Einsparungen vorgenommen hat und wir werden ihn nicht mehr als Treptow-Köpenicker Vertreter dieser Zeitung haben und wer weiß, ob es wieder einen so engagierten Menschen dort für unseren Bezirk geben wird. Ich weiß nicht, ob es in Ihrer aller Sinne ist, aber ich möchte mich gerne mit Dank für Ihre Arbeit, journalistische Arbeit in Treptow-Köpenick von Ihnen verabschieden. Tschüss, Ralf Drescher. Applaus